Die Horrorgeschichten zum Einschlafen sind zurück. Jeden Tag eine neue Story. Zuerst gibt es die auf Spotify, Apple, Amazon Music und Co. Folgt dort auf jeden Fall unserer Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Alle Stories sind fiktiv. Bitte niemals etwas nachmachen. Und jetzt viel Spaß. Seit ich klein war, hatte ich Albträume, in denen ich ihn sah. Den furchtbaren LKW-Fahrer. Mit seinem Schnauzbart und seinem kahl rasierten Kopf, seinen schwarzen Augen. Er war der gruseligste Mann, den ich jemals in meinem Leben gesehen hatte. Na gut, dass er nicht echt ist, denkt ihr jetzt vielleicht, aber da liegt ihr falsch. Den LKW-Fahrer gibt es wirklich. Er existiert. Ich weiß nur nicht, ob er wirklich ein Mensch ist. Ich glaube eher nicht. Er ist irgendetwas anderes. Irgendein übernatürliches Wesen oder sowas, das die Gestalt eines Menschen angenommen hat. Als kleiner Junge habe ich ihn damals gesehen, als ich mit meinen Eltern im Urlaub war. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was er ist und wo er herkommt, was sein Ziel ist. Aber eins weiß ich. Er hat damals meinen Vater getötet. Ich erinnere mich nur sehr dunkel an jene Nacht. Der letzte Abend, den wir in der Ferienhütte verbrachten. Ich hörte Schreie, meine Mutter. Sofort rannte ich nach unten. Ich wusste sofort, dass etwas Schlimmes geschehen war. Und da lag er dann, tot. Mein Vater, mit dem Gesicht nach unten und alles war voller Blut. Meine Mutter packte mich sofort vom Tatort weg und schloss mich in mein Zimmer ein. Zu meiner eigenen Sicherheit. Wenn ich mich an diese Ereignisse zurückerinnere, ist alles nur noch total verschwommen. So als ob ich einen Film in richtig schlechter Qualität auf irgendeiner Hinterwäldlerseite im Internet sehen würde. An all das, was danach geschah, erinnere ich mich fast nicht mehr. Irgendwann kam die Polizei. Sofort wurde nach dem Mörder meines Vaters gesucht, aber erfolglos. Bis heute. Meinen Vater habe ich seitdem nie wieder gesehen. Natürlich hatte meine Mutter mir nicht erlaubt, seine Leiche zu sehen. Heute weiß ich, dass er ziemlich entstellt war. Nach diesem Ereignis hatte ich mit einem riesengroßen Trauma zu kämpfen. Ich war damals 7 Jahre alt. Plötzlich stand ich ohne Vater da. Meine Mutter tat natürlich ihr Bestes, um für mich zu sorgen und sich nichts anmerken zu lassen. Doch ich konnte in jeder Sekunde spüren, wie schlecht es ihr ging. Sie versuchte auch von mir zu verheimlichen, dass mein Vater ermordet wurde und erklärte mir zunächst, dass alles ein Unfall war. Doch obwohl ich mit meinen 7 Jahren zwar noch ein kleines Kind war, war ich trotzdem schon alt genug, um zu wissen, dass das nicht stimmte. Ich wusste, dass jemand anderes meinen Vater getötet hatte. Und ich wusste auch schon wer. Der LKW-Fahrer. Woher ich das wusste? Ich kann es euch nicht sagen. Ich wusste es einfach. Ich hatte ihn mehrere Male vor der tragischen Nacht gesehen. Seinen furchterregenden Anblick. Den vergesse ich nie. Sein LKW hat er immer wieder nur ein paar hundert Meter von unserer Hütte entfernt geparkt. Manchmal schien er mich und meine Familie zu beobachten. Vor allem mich sah er ständig an. Wenn wir mit dem Auto unterwegs waren, sah ich sein LKW manchmal aus der Ferne. Es war, als würde er uns verfolgen. Ich wusste da schon, dass der LKW-Fahrer irgendwas vorhatte. Ich hatte es im Gefühl. Manchmal mache ich mir heute noch Vorwürfe, dass ich nie irgendetwas gesagt hatte. Dann wäre mein Vater vielleicht noch am Leben. Kinder haben für solche Dinge in der Regel eine viel bessere Intuition als Erwachsene. Aber wie Kinder eben so sind, hielt ich einfach den Mund. Als ich meine Mutter dann fragte, ob es der LKW-Fahrer war, der meinen Vater umgebracht hatte, sah sie mich schockiert an. Doch sie bejahte dann meine Frage. Ich hatte recht. Der LKW-Fahrer hatte meinen Vater getötet. Er war in der Nacht in unsere Hütte eingebrochen und hatte meinen Vater mit einem Hammer ermordet. Dieses Detail erzählte mir meine Mutter allerdings erst, als ich älter wurde. Seitdem träume ich fast jede Nacht vom LKW-Fahrer. Ich träume, wie er mit seinem LKW vor unserem Haus hält. Ich sehe ihn genauso klar, wie ich ihn damals gesehen habe. Mit seinem Schnauzbart, seinem kahlen Kopf, seinen schwarzen Augen, seinem furchteinflößenden Gesichtsausdruck. Er steht vor unserem Haus und er starrt hoch zu meinem Fenster. Dabei raucht er meistens eine Zigarette. In meinen Träumen macht der LKW-Fahrer meistens noch mehr als das. Komischerweise habe ich aber noch nie geträumt, dass er uns angreift. Allerdings ist es fast noch schlimmer, ihn einfach vor dem Haus zu sehen, vor meinem Fenster, wie er mich anstarrt. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht zumindest mir im Hinterkopf die Frage stelle, ob der LKW-Fahrer eines Nachts wirklich auftauchen wird, um auch mich, meine Mutter, umzubringen.
Ein paar Mal dachte ich schon, diese Nacht wäre wirklich gekommen. Manchmal sind meine Träume so unglaublich real. So real, dass ich mir auch danach nicht sicher bin, ob es wirklich nur Träume waren. Ein paar Mal habe ich dem LKW-Fahrer auch direkt in die Augen gesehen. Diese schwarzen, finsteren Augen. Ich weiß einfach, dass er irgendwann kommen wird. Er sucht nach mir. Nach mir und meiner Mutter. Und er wird uns beide umbringen. Heute Nacht fiel es mir sehr schwer einzuschlafen. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist fast jede Nacht so. Deswegen ging ich noch einmal runter in die Küche, um mit meiner Mutter zu reden. Sie war gerade eben erst von der Arbeit heimgekommen. Fast jeden Tag machte sie Überstunden und war deshalb mal wieder völlig müde und ausgelaugt. »Hallo, Mama«, sagte ich zu ihr. Sie war gerade am Küchentisch und aß ein paar Nudeln. »Hallo«, gab sie erschöpft zurück. Mein Blick fiel sofort auf ein paar Gegenstände, die im Eingangsflur herumlagen. »Was ist das ganze Zeug?«, fragte ich meine Mutter. »Ach, das sind nur ein paar Dinge, die ich beim Ausmisten gefunden habe«, entgegnete diese. Neugierig schaute ich mir diese Gegenstände an und auf einmal hielt ich inne. Es traf mich wie ein Schlag. Unter diesen Gegenständen befand sich mein alter Kuschelhase. Ich hatte ihn Bobo genannt. Als ich klein war, war er mein absolutes Lieblingskuscheltier. Und das sollte wirklich was heißen, denn ich hatte wirklich eine Menge Kuscheltiere gehabt. Bobo. Mein Gott, den hatte ich ja total vergessen. Früher hatte ich ihn überall mit hingenommen. Mein Vater hatte ihn mir damals geschenkt, als ich 4 oder 5 Jahre alt war. Er hatte das besondere Merkmal, dass ihm ein Ohr fehlte. Das hatte ihm schon immer gefehlt, schon als ich ihn bekommen hatte. Mein Vater meinte, dass es wohl nicht richtig angenäht gewesen und deshalb nach nur ein paar Stunden abgefallen war. Aber das hatte mich nie gestört. Im Gegenteil, es machte Bobo für mich zu etwas ganz Besonderem. Total glücklich nahm ich Bobo in die Hand und sah ihn an. Er war unten im Keller bei dem ganzen anderen alten Kram gewesen. Ich hatte ihn bestimmt 7 oder 8 Jahre nicht mehr gesehen. Nach dem Tod meines Vaters hatte ich ihn noch einige Zeit bei mir aufbewahrt. Ich klammerte mich an ihn wie noch nie zuvor. Er gab mir Halt und erinnerte mich an meinen Vater. Aber Mann, war ich froh, ihn jetzt zu sehen. Es war wirklich so, als würde ich einen alten Freund wiedersehen. Meine Mutter schaute lächelnd zu mir herüber. »Na, den kennst du noch?«, fragte sie mich. »Ja, natürlich«, gab ich zurück. »Den behalte ich aber.« »Das dachte ich mir«, antwortete meine Mutter. »Ich hätte ihn auch niemals entsorgt, ohne dich vorher zu fragen.« Ich lächelte meine Mutter an und sie lächelte zurück. Einen Moment lang sahen wir uns an. Ich wusste, dass wir beide gerade an meinen Vater dachten. »Ich gehe jetzt mal ins Bett, Mama«, sagte ich und musste danach gehen. »Gute Nacht, Sohn, hab dich lieb«, antwortete meine Mutter. »Ich dich auch«, erwiderte ich. Ich ging wieder hoch in mein Zimmer und schlüpfte in mein Bett. Mit Bobo zusammen. Vielleicht war es albern, als fast volljähriger Junge ein Kuscheltier mit ins Bett zu nehmen, aber es war mir egal. Mein alter Kuschelhase gab mir ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. Und es dauerte so auch nicht lange, bis ich friedlich einschlief. Schweißgebadet wachte ich auf. Hektisch schaute ich umher. Was war passiert? Ich wusste es nicht. Ich brauchte einige Momente, um mich zu beruhigen und wieder klar denken zu können. Intuitiv schaute ich aus dem Fenster. Ich wusste, dass er hier war. Der LKW-Fahrer. Und da war er. Er stand direkt vor seinem LKW und er starrte hoch zu meinem Fenster. Zigarette rauchend schaute er jetzt noch finsterer als jemals zuvor. Ich wusste sofort, dass jetzt etwas anders war. War das hier ein Traum? Aber es fühlte sich doch so real an. Ja, warte, Moment mal. Das fühlte sich wirklich real an. Ich bekam Panik. Ich spürte, wie mein Herz fast durch meinen Brustkorb sprang. Ich war total bei Bewusstsein, zum ersten Mal. Vorher waren es nur real wirkende Träume gewesen, aber ich hatte niemals die Kontrolle. Jetzt das erste Mal schon. Dessen war ich mir völlig bewusst. Aber war das hier ein Klartraum, den man steuern konnte? Oder war das Ganze hier etwa real? Es fühlte sich zumindest verdammt danach an. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn und sprang aus meinem Bett auf. So real fühlt sich doch kein Schweiß von der Stirn an. Ich schaute auf mein Bett. Bobo, mein Kuschelhase. Er war weg. Zunächst bekam ich Panik, aber dann kam sofort die Erleichterung. Er war weg. Das bedeutete, dass das hier ein Traum war. Denn wenn das hier kein Traum wäre, dann wäre Bobo ja hier. Schließlich hatte ich ihn mit ins Bett genommen. Ich atmete einmal tief durch. Das ist nur ein Traum, sagte ich mir. Das ist nur ein Traum. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich ging nun direkt zu meinem Fenster. Zwar hatte ich immer noch unglaubliche Angst, aber die Gewissheit, dass das hier ein Traum war, gab mir den Mut, dem LKW-Fahrer nun entgegenzutreten. Ich wusste, dass ich ihn konfrontieren musste. Wenn ich jetzt endlich meiner Angst ins Auge sah, dann hatte ich vielleicht die Möglichkeit, mein Kindheitstrauma endlich zu überwinden.
Und dann würden möglicherweise auch endlich diese furchtbaren Albträume aufhören. Dann würde der LKW-Fahrer aus ihnen verschwinden und mich endlich in Ruhe lassen. Diese Möglichkeit, dieses Ziel, dem LKW-Fahrer endlich die Stirn zu bieten, gab mir plötzlich einen richtigen Energieschub. Ich stürmte auf mein Fenster zu, patschte mit voller Wucht mit beiden Händen gegen das Fenster. Ich sah dem LKW-Fahrer nun direkt in die Augen. Er starrte mich an, ich starrte ihn an, und obwohl meine Angst immer größer wurde, konnte ich diese nutzen. Noch mehr Energie durchströmte mich. Mit donnernden Fäusten schlug ich gegen das Fenster. Du machst mir keine Angst, du solltest Angst vor mir haben, denn eines Tages werde ich dich finden und dann werde ich meinen Vater rächen. Ich werde dich töten, ich werde dich in Stücke reißen, also verschwinde aus meinen Träumen, ich werde dich... Ich hielt inne. Etwa für eine Sekunde erstarrte ich, und dann sah ich hinunter auf meine Hände. Sie taten weh, sie waren rot. Sie waren rot vom gegen das Fenster hämmern. Sie pochten. Ich sah wieder zur Scheibe und dann wieder zu meinen Händen. In den letzten Jahren hatte ich mich sehr viel mit luziden Träumen befasst, wegen meiner Albträume. Ich kannte diese ganzen sogenannten Reality-Checks, um zu checken, ob man träumte oder wach war. Einer von ihnen war, dass man etwas sehr Festes berührte oder mit leichter Kraft gegen etwas klopfte. In einem Traum würde man keinen Widerstand spüren. Man würde nicht spüren, dass etwas fest ist. Wenn man in einem Traum solch einen Reality-Check machte, konnte man so zu der Realisation kommen, dass man träumte, weil man zum Beispiel durch etwas Festes durchfasste und keinen Widerstand spürte. Doch das war hier gerade keineswegs der Fall. Ich hatte den Widerstand des Fensters enorm gespürt. Meine Hände waren richtig rot und pochten. War das hier etwa doch kein Traum? Aber was ist mit Bobo? Er war doch... Als konnte der LKW-Fahrer meine Gedanken lesen, holte er nun etwas aus einer Plastiktüte, die direkt neben ihm stand und die mir jetzt erst auffiel. Er holte etwas heraus und dieses Etwas war... Bobo. Ich spürte, wie ich unkontrolliert atmete. Der LKW-Fahrer hielt Bobo in der Hand und grinste mich an. Er grinste mich boshaft an. Aber wie? Wie war das möglich? Wie war er an den Kuschelhasen gekommen? Schreiend fuhr ich herum. Ich stürmte aus meinem Zimmer. Ich schrie nach meiner Mutter. Doch auf die eine Schrecksekunde folgte die nächste. Unten in der Küche war noch das Licht an. So wie vorher, bevor ich ins Bett gegangen war. Meine Mutter vergaß sonst nie, das Licht auszumachen. Wenn der LKW-Fahrer hier in diesem Haus gewesen war, wenn er bis in mein Zimmer gekommen war, um Bobo zu holen, dann... Ich stand kurz vor einer Panikattacke. Nein, das konnte nicht sein, das durfte nicht sein. Ich stürmte hinunter in die Küche und meine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten sich. Ich fand meine Mutter. Regungslos lag sie vor dem Küchentisch, mit dem Gesicht nach unten. Alles war voller Blut. Genauso wie bei meinem Vater. Ich sah zu ihrem Küchentisch. Ihre Nudeln waren noch nicht einmal aufgegessen. Was machte man in einer Situation, in der man als 17-jähriger Junge seine tote Mutter in der Küche fand? Ermordet. Auf dieselbe Weise wie der Vater 10 Jahre zuvor. Vom gleichen Täter, der jetzt gerade in diesem Moment vor der Tür stand. Mit einem Lieblingskuschelhasen aus der Kindheit, den er irgendwie unbemerkt direkt aus meinem Zimmer hatte stehlen können, während ich schlief. Ja, was macht man in einer solchen Situation? Auf jeden Fall machte man eins nicht. Und zwar rational und überlegt handeln. Dort draußen stand der Mörder meiner beiden Eltern. Meine übergroße Angst verwandelte sich in komplette Raserei und Wut. Ich rannte zur Küchenschublade und griff ein Küchenmesser. Ich würde da jetzt rausrennen und mir den Dreckskerl schnappen. Und davon würde mich nichts abhalten. Und das tat es auch nicht. Ohne auch nur einen anderen klaren Gedanken fassen zu können als »Ich bringe den Dreckskerl um«, rannte ich zur Haustür hinaus. Eigentlich hätte ich davon ausgehen sollen, dass der LKW-Fahrer sich irgendwo versteckte, um mich aus dem Hinterhalt anzugreifen. Wieso sollte er auch auf dem gleichen Platz dort auf mich warten? Über so etwas dachte ich aber gar nicht erst nach. Aber das sollte auch nicht auf mich zurückkommen. Denn der LKW-Fahrer stand tatsächlich noch am selben Fleck. Nur mein Kuschelhasen hatte er nicht mehr in der Hand. Es war, als hätte der LKW-Fahrer sehnsüchtig auf mich gewartet. Wieder starrte er mich an mit diesen schwarzen Augen. Und obwohl ich gerade mit einem Messer auf ihn losging, schien er nicht einen Hauch von Adrenalin zu spüren.
Es würde jetzt zur Entscheidung kommen. Entweder er oder ich. Er hatte meine beiden Eltern getötet. Ich musste ihn umbringen. Doch je näher ich dem LKW-Fahrer kam, desto verwirrter wurde ich. Er machte weder irgendwelche Anstalten zu flüchten oder sich zu verteidigen. Noch war er darum bemüht, nach irgendetwas zu greifen, irgendetwas herauszuholen, was ihn verteidigen könnte. Dachte er etwa, ich würde das nicht durchziehen? Dachte er, ich hätte nicht den Mut dazu? Dann hatte der Mann sich aber sowas von getäuscht. Ich war jetzt fast bei ihm. Und der LKW-Fahrer sah mich immer noch einfach nur an. So, als würde allein sein Blick mich aufhalten können. Aber das konnte er nicht. Ich setzte an und... Ich zog durch. Der LKW-Fahrer verteidigte sich nicht. Was? Warum nicht? Ich hatte es getan. Ich hatte den LKW-Fahrer angegriffen. Aber meine Hand und auch mein Messer waren einfach durch den Mann hindurchgegangen. Völlig überwältigt starrte ich den LKW-Fahrer an. Dann probierte ich es noch einmal. Und nochmal und nochmal und nochmal. Der LKW-Fahrer verteidigte sich nicht. Aber das war auch nicht nötig. Denn alle meine Angriffe gingen einfach durch ihn hindurch. Wieder atmete ich unkontrolliert ein und aus. Ich wusste es. Ich hatte es gewusst. Dieser Mann, er war kein Mensch. Er war irgendetwas anderes. Ein Alien vielleicht? Ein Geist? Ich keuchte. Ich war völlig außer Atem. Du kannst mich nicht töten, sagte der LKW-Fahrer und ich zuckte zusammen. Das war das erste Mal, dass ich ihn sprechen hörte. Doch es war seltsam. So furchterregend der LKW-Fahrer auch aussah, so gegensätzlich klang seine Stimme. Im Gegensatz zu seinem Äußeren hatte der LKW-Fahrer nämlich eine äußerst angenehme Stimme. Seine Stimme war zwar tief und er sprach auch ernst, aber in keinem Fall böse. Was bist du? Keuchte ich. Du kannst mich nicht töten, wiederholte der LKW-Fahrer. Und du kannst mich nicht töten, weil ich nämlich schon tot bin. Ich atmete weiter unkontrolliert. Das soll doch wohl ein Scherz sein, sagte ich und jetzt lachte ich sogar schon vor Verzweiflung. Das ist ein Traum bestimmt, oder? Das ist alles nur ein Traum. Der LKW-Fahrer schüttelte allerdings den Kopf. Das ist kein Traum, mein Junge, antwortete er. Leider nein. Und es tut mir leid, was dir passiert ist. Aber ich musste es tun. Was? Jetzt verstand ich gar nichts mehr. Doch bevor ich noch etwas weiteres sagen konnte, hörte ich plötzlich, wie die Beifahrertür des LKWs zugeknallt wurde. Jemand war aus dem Wagen ausgestiegen und kam jetzt zu uns. Ein paar wenige unaushaltbare Sekunden verstrichen und dann kam ein kleiner Junge hinter dem LKW zum Vorschein. Doch er war nicht ganz alleine. In der Hand hatte er Bobo, mein Kuschelhasen. Ich wusste nicht, was ich als nächstes fragen sollte, also fing der LKW-Fahrer einfach an, mir alles zu erklären. Das ist mein Sohn Jan, stellte er mir den kleinen Jungen vor. Oder zumindest war er das. Er ist tot. Genauso wie ich. Genauso wie meine Frau. Und meine anderen beiden kleinen Töchter. Jetzt klang der LKW-Fahrer auf einmal sehr traurig. Papa, können wir jetzt gehen? Fragte der kleine Junge Jan. Ja, lächelte der LKW-Fahrer seinem Sohn milde zu. Ich habe meine Pflicht getan. Ich ahnte so langsam etwas ziemlich Ungutes. Was meinen Sie damit? Hauchte ich. Nicht dein Vater wurde damals vor 10 Jahren in dieser Ferienhütte ermordet, begann der LKW-Fahrer zu erklären, sondern ich. Dein Vater, oder besser gesagt deine Mutter und dein Vater, haben mich ermordet. Und noch besser gesagt, sie haben nicht nur mich ermordet, sondern meine gesamte Familie. Es fühlte sich so an, als würde ich den Boden unter den Füßen verlieren. Ich schüttelte langsam den Kopf. Das ist unmöglich, entgegnete ich. Meine Eltern, mein lieber Junge. Du kannst dich nicht mehr recht erinnern. Deine Mutter hat dich komplett Gehirn gewaschen. Nachdem deine beiden Eltern mich umgebracht hatten, musste dein Vater fliehen. Denn es gab einen unerwarteten Zeugen. Und zwar dich. Du hast damals meine Leiche gesehen. Und damit deine beiden Eltern nicht entlarvt werden, hat deine Mutter dir weisgemacht, dass diese Leiche dein Vater war. Nachdem sie dich eingesperrt hatten, ist dein Vater sofort untergetaucht. Und deine Mutter hat meine Leiche entsorgt. Dein Vater wurde zunächst als vermisst gemeldet. Und überall gesucht, aber natürlich hat deine Mutter schön dafür gesorgt, dass du das alles nicht mitbekommen hast.
Es stieß mir nun mindestens ein Dutzend Fragen durch den Kopf und ich wusste nicht, welche ich zuerst stellen sollte. Doch der LKW-Fahrer nahm das Wichtigste vorweg. Dein Vater war noch viele Jahre am Leben, aber du durftest ihn nie wieder sehen. Du musstest in dem Glauben bleiben, dass er tot ist. Aber mach dir keine falschen Hoffnungen. Ich habe deinen Vater vor etwa einem Jahr aufgespürt und getötet. Ich habe meine Familie gerecht. Genauso wie heute. Das war meine Vergeltung. Mir kamen jetzt Tränen in die Augen. Warum sollte ich ihn glauben? Stieß ich hervor. Auf der Stelle griff der LKW-Fahrer in seine Hosentasche. Er holte ein Foto hervor, welches er mir zeigte. Ich musste heftig schlucken. Es war ganz deutlich zu erkennen. Auf dem Foto stand der LKW-Fahrer mit seiner Familie vor einem Weihnachtsbaum. Er stand dort mit seiner Frau, seinen beiden Töchtern, die er erwähnt hatte, und mit Jan. Und Jan hielt da ein Kuscheltier in der Hand, aber nicht irgendein Kuscheltier, sondern einen Hasen mit einem abgetrennten Ohr. Es war Bobo. »Glaubst du mir jetzt?«, fragte mich der LKW-Fahrer. »Kurz nachdem dieses Foto entstanden ist, haben deine beiden Eltern meine ganze Familie ermordet. Den Kuschelhasen hat dein Vater als Souvenir mitgenommen und dir geschenkt. Hat dein Vater dir damals nicht gesagt, dass dein Hase verspätet geliefert wurde? Na, jetzt denk doch mal nach, warum. Deine Eltern waren Serienkiller, mein Junge. Sie suchten mich auf, nachdem sie meine Familie umgebracht hatten. Ich wusste damals nicht, dass sie die Mörder meiner Familie waren. Ich hatte keine Ahnung.« Jetzt brach ich zusammen. Das war einfach zu viel. »Es tut mir leid für dich, mein Junge«, sagte der LKW-Fahrer. »Dir wird nichts geschehen. Du kannst nichts für die Taten deiner Eltern. Aber deine Eltern mussten nun ihre gerechte Strafe erhalten.« Mit diesen Worten drehte sich der LKW-Fahrer um. Er stieg zurück in den LKW und sein Sohn tat es ihm gleich. »Wo fahrt ihr hin?«, fragte ich. »Dahin, wo die Verstorbenen hingehen«, antwortete der LKW-Fahrer, während er den Motor startete. Meine Familie und ich können jetzt endlich in Frieden ruhen. Und dann schlug der LKW-Fahrer die Fahrertür zu und fuhr los, wohin auch immer das sein sollte. Mich ließ er zusammengebrochen zurück. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content und Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem. Bis morgen zur nächsten Geschichte.